wenden wir gleich das Wissen an und erweitern unseren Pac-Man. Mit dem Wissen um Dezimalzahlen platzieren wir den Mund des Pac-Man jetzt besser. Bisher hat er ja immer so ein bisschen nach unten geschaut. Dazu deklarieren wir zwei Variablen vom Typ Float für die Mundöffnung bzw. für die Lippen des Pac-Man. Wir nennen sie argstart und argend. Zur Initialisierung dieser Variablen verwenden wir jetzt das Polarkoordinatensystem. Wie Sie hier sehen, soll der Pac-Man dann so ausgerichtet sein. Also sein Mund soll dann waagrecht schauen. Im Polarkoordinatensystem verläuft sein Mund also entlang der positiven X-Achse. Ein voller Kreis hat im Polarkoordinatensystem einen Winkel von 2 Pi. Damit wissen wir, wir initialisieren jetzt argstart mit 0 und argend mit 2 Pi, also Unterlippe und Oberlippe. Dann wird ein voller Kreis gezeichnet und Pac-Man hat seinen Mund geschlossen. Schauen wir uns das jetzt direkt im Processing an. Dazu erweitern wir das Programm mit dem Pac-Man vom vorigen Kapitel. Beginnen wir nun damit, dass wir argstart und argend in das Polarkoordinatensystem übertragen. Dazu ändern wir den Datentyp dieser Variable nun auf float, denn diese werden nicht mehr ganzzahlig sein, und initialisieren argstart mit 0, also die Unterlippe, und argend mit 2 mal Pi. Das können wir so schreiben, denn im Processing ist Pi bereits als vordefinierte Konstante hinterlegt und wir müssen daher die Zahl nicht selbst eingeben. Die Pac-Man-Size belassen wir, wie sie ist, und dann geben wir jetzt noch an, wie weit der Pac-Man den Mund maximal öffnen darf. Auch hier wieder eine Float und wir sagen, das ist der Max Open Angle und der soll Pi Drittel sein. Die aktuelle Mundöffnung können wir nun angeben als Mouth Opening ist gleich Max Open Angle durch 2. So, und jetzt müssen wir das noch im Zeichnen von Pac-Man selbst angeben, wie weit eben die Oberlippe und die Unterlippe offen sind. Das machen wir hier mit argstart und argend. Hier fügen wir noch hinzu argstart plus eben das Mouth Opening und argend minus das Mouth Opening. Wenn wir das Programm jetzt also starten, dann sehen wir, der Pac-Man schaut jetzt schön gerade aus und er hat seinen Mund offen und zwar genau in einem Winkel von Max Open Angle. Wir können jetzt den Mund vom Pac-Man aber auch noch animieren wie im Originalspiel, denn schließlich soll er ja dann auf seinem Weg durch das Labyrinth einmal die Punkte fressen. Damit wir den Mund auf- und zumachen können, verwenden wir eine Dreiecksfunktion. Sie sehen sie hier eingeblendet. Die Funktion steigt immer linear an und fällt wieder linear ab. Denn wir wollen ja, dass der Pac-Man dann einmal seinen Mund gleichmäßig öffnet und gleichmäßig schließt. Schauen wir uns das jetzt alles gleich im Processing an und erweitern jetzt hier das Programm. Wir brauchen eine globale Variable für den Parameter dieser Dreiecksfunktion. Diese Variable muss bereits initialisiert sein, wenn wir zur Draw-Methode kommen. Wir deklarieren also eine globale Float-Variable und nennen sie zum Beispiel x. Und wir initialisieren sie gleich mit 0. Außerdem ändern wir jetzt die Variable Mouth Opening. Die ist hier, im Moment ist sie Max Open Angle gebrochen durch 2, da ja dann der Pac-Man immer den Mund offen hat und diesen einfach nicht bewegt. Wir wollen aber jetzt, dass er den bewegen wird. Daher müssen wir hier unsere Dreiecksfunktion eingeben. Das sieht dann folgendermaßen aus. Max Open Angle gebrochen durch 2 mal dem Absolutbetrag von x gebrochen durch 60 modulo 2 und das Ganze noch minus 1.
machen wir das Ganze noch etwas schöner. So, jetzt müssen wir nur noch unseren Parameter x erhöhen. Das machen wir gleich um 2, sonst geht das Ganze etwas langsam. Und schon sind wir fertig mit unserer Modifikation. Starten wir nun das Programm. Und da schau her, der Pac-Man wandert jetzt schön von links nach rechts und bewegt seinen Mund auf und zu. Jetzt ist er bereit, dass er in der Zukunft dann die Punkte fressen kann.